Prophezeiungen der Baba Vanga. Baba Vanga verstarb am 11. August 1996 in der bulgarischen Stadt Sofia. Geboren wurde sie im heutigen Mazedonien unter dem Namen Evangelia Pandeva Dimitrova. Später nahm sie jedoch den Namen ihres Mannes an, Gusterova. Der Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1941 in Jugoslawien war ihre erste öffentlich gemachte Prophezeiung. Berichten zufolge warnte sie bereits 1989 die Amerikaner davor, von zwei sternernen Vögeln attackiert zu werden. Sie prophezeite 1980 der russischen Stadt Kursk, zwischen 99 und dem Jahr 2000 mit Wasser überschwemmt zu werden und dass die ganze Welt deswegen weinen würde. Im August 2000 sank das russische U-Boot Kursk in der Beringsee und die ganze Welt bot ihre Hilfe an und trauerte. Darüber hinaus prophezeite sie, dass der 44. US-Präsident ein Schwarzer sein wird. Ebenso, dass er Krisen mit sich bringen würde. Evangelias Vater, Pande Surchev, war Mitglied in einer pro-bulgarischen revolutionären Organisation und ihre Mutter verstarb früh. Baba Vangas Prophezeiungen haben eine nachgewiesene Genauigkeit von beachtlichen 80%. Laut Baba Vangas Prophezeiungen sollte der Dritte Weltkrieg bereits im Jahre 2010 ausgebrochen sein und begonnen haben. Dieser Krieg soll oder sollte ihren Voraussagen nach erst mit konventionellen Waffen geführt werden, aber im Laufe dieses Krieges sollen dann auch Atombomben und Chemiewaffen zum Einsatz kommen. Bislang haben die Kämpfe in der Ukraine und in Syrien nicht zum Flächenbrand Dritter Weltkrieg geführt. Aber wir wissen aus der Geschichte heraus, dass der lodernde Funke auch schnell zu diesem Flächenbrand werden kann. In den nächsten Jahren werden wir sehen, wie weit Baba Vanga mit ihren Prognosen richtig lag oder ob sie diesmal gänzlich daneben ging. Baba Vangas Vision nach werden die Muslime im Laufe des Dritten Weltkrieges das abendländliche Europa mit Chemiewaffen angreifen. Und durch die radioaktiven Niederschläge über Europa, die so ein Atomkrieg mit sich bringt, soll das Leben in der nördlichen Hemisphäre beinahe vollständig absterben. Die Überlebenden sollen überwiegend an Krebs und besonders an Hautkrebs erkranken. Nach einer furchtbaren Naturkatastrophe, die sie in einem Wirbelsturm während ihres 13. Lebensjahres erleiden musste, wurde sie schwer verwundet und verlor dadurch im Alter von 16 Jahren vollständig ihr Augenlicht. Dieses Ereignis galt seitdem als Auslöser ihrer visionären Fähigkeiten. Gerüchte über Baba Vangas Hellsichtigkeit verbreiteten sich rasend schnell und so wurde sie während des Zweiten Weltkrieges von bulgarischen Soldaten der Besatzungsmacht und von lokalen Kleinbauern aufgesucht. Solltest du ebenfalls gerade vor lauter Spannung an deinen Krallen knabbern und dich fragen, wie es weitergeht und was Baba Vanga noch alles gesehen hat, solltest du eine kurze Pause machen und kurz zum Kühlschrank gehen. Bevor du dich jedoch auf den Weg machst, solltest du, falls du grenzwertig noch nicht abonniert hast, kurz auf Abonnieren klicken, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Für den weiteren Verlauf prognostizierte Baba Vanga, dass China die Vereinigten Staaten von Amerika als Weltmacht Nummer 1 ablösen werden. Die Volksrepublik China hat mittlerweile eine Bevölkerungsdichte von über 1,3 Milliarden Einwohnern erreicht, was etwa dem Vierfachen der Vereinigten Staaten und dem ca. 16-fachen der Bundesrepublik in Deutschland entspricht.
Baba Vangas Prophezeiungen machten einen so großen Eindruck, dass sie selbst von der bulgarischen Regierung überwacht und abgehört wurde, da man glaubte, sie könne durch ihre Hellsichtigkeit Staatsgeheimnisse offenbaren und somit an den Feind verraten. Durch Baba Vangas schnell erreichte Bekanntheit lernte sie ihren Ehemann kennen und zog mit ihm in das etwa 50 Kilometer entfernte Petrich. Dort erlangte sie als Hellseherin von Petrich schnell großes Ansehen, so dass sie selbst der damalige König Boris III. Aufsuchte. Gerüchten zufolge soll sie seinen vorzeitigen Tod ebenfalls vorausgesagt haben. Ob sie ihm das bei seinem damaligen Besuch schon offenbarte, weiß ich leider nicht. Für das Jahr 2023 weissagte Baba Vanga, dass sich die Umlaufbahn der Erde leicht verändern wird und Europa nach dem erst kürzlich geführten Dritten Weltkrieg noch sehr schwach besiedelt ist. In der Zwischenzeit wird an der Entwicklung einer neuen Energiequelle gearbeitet werden, die erstmalig im Jahr 2028 zum Einsatz kommen soll. Wahrscheinlich, so sagte sie, handele es sich dabei um eine kontrollierte thermonukleare Reaktion. Ebenfalls sollen in diesem Jahr langsam die größten Hungersnöte ausgestanden sein und es wieder genügend Nahrung für die Bevölkerung geben. Außerdem prophezeite Evangelia für das ereignisreiche Jahr 2028, dass sich ein bemanntes Raumschiff von der Erde auf den Weg zur Venus begibt. Der kleinste Abstand von der Venus zur Erde soll 38 Millionen Kilometer betragen. Die Venus ist neben dem Mond das hellste Gestirn am Nachthimmel und hat eine ähnliche Größe wie die Erde. Sie soll jedoch in Atmosphäre und Druck, der 90 Mal höher sein soll, sich deutlich unterscheiden. Im Jahr 2033 soll es durch das Schmelzen der Polkappen zu einem deutlichen Anstieg des Meeresspiegels kommen. 2043. Europa und das europäische Zentrum Rom ist durch den Jahre zuvor gewonnenen Krieg weiterhin fest in muslimischer Hand. Ebenfalls beginnt die Weltwirtschaft ihren Prognosen nach wieder zu erblühen. Eine regierungsnahe türkische Zeitung ließ vor einigen Tagen bereits Eroberungsfantasien in Richtung Europa verlauten. Laut diesem Blatt könne Europa innerhalb von 3 Tagen vollständig erobert werden. Die türkische Zeitung bezieht sich bei diesen Plänen auf eine schon ältere Studie des Forschungsinstitutes Gallup. Dem Artikel vorausgegangen waren Erdogans Aussagen, Europa würde in jeder Hinsicht verrotten. Nun ja, für diese Aussagen muss man auch wahrlich kein Prophet sein. Aber anschließend legte diese Zeitung mit dem geschriebenen Artikel natürlich noch einen obendrauf. Aussagen des Artikels waren zum Beispiel, dass Deutschland an einem Nachmittag und Frankreich sogar innerhalb von einer Stunde besiegt werden könnten. Ja, bei diesen Aussagen finde ich es dann doch sehr beruhigend, dass Klaus Maffei Wegmann demnächst vorhat, eine Panzerfabrik in der Türkei zu öffnen. Das Leben ist wohl ein Echo und Karma lässt grüßen. Den türkischen Artikel hatte übrigens am 3. August 2017 die natürlich wie alle westlichen Medien Fake News freie Zeitung Focus Online aufgegriffen. Jetzt habe ich viel zu lange erzählt, da ich etwas abgeschweift bin vom Thema und muss mich ein wenig kürzer fassen, damit mein gesprochenes Wort wieder passend zum Video ist. Wir sind nun im Jahre 2046 angekommen und laut Baba Vanga haben es Wissenschaftler geschafft, menschliche Organe zu züchten und diese im Krankheitsfall zur Wiedergenesung des Menschen auszutauschen. Wir sind nun im Jahr 2100 der Voraussagen von Baba Vanga angekommen und es soll der Menschheit in dieser Zeit gelingen, eine künstliche Sonne zu erschaffen, die die dunkle Seite der Erde erleuchtet. 2111. Die Menschen werden nun zu Cyborgs und sind zur Hälfte Mensch und zur anderen Hälfte Maschine. Elon Musk, der den meisten von euch ein Begriff sein wird, hat erst kürzlich ein interessantes Interview im japanischen Fernsehen zur künstlichen Intelligenz gegeben und sagte, wir werden uns zeitnah auf Veränderungen einstellen müssen und es wird jeden auf diesem Planeten betreffen. Baba Vangas Prophezeiungen gehen noch weiter bis ins Jahr 5079. Und falls es den einen oder anderen interessieren sollte und ihr eine Fortsetzung wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir das Video angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns zum nächsten Film wieder. Bis bald. Ich will dich. Abonniere jetzt grenzwertig.